Beim Glücksspiel geht es nur um Wahrscheinlichkeit. Jedes einzelne Spiel, das Sie spielen, verrät Ihnen etwas. Hitler hat Russland angegriffen. Die haben nicht die Ressourcen für einen Weltkrieg. Was haben Sie genau vor mit dieser Bombe? Im Grunde geht es darum, sie zu haben, bevor Hitler sie hat. Ich unterrichte hier, während meine Heimat von den Deutschen überfallen wird. Sie heuern gerade viele Mathematiker an, Leute wie uns. Lasst mich ein paar Runden zuschauen und dann zeige ich euch, wie man gewinnt. Wir sind aus einem einzigen Grund hergekommen, um die Nazis zu schlagen. Habt ihr einen Weg gefunden, die Auswirkungen zu kalkulieren? Wir müssen uns beeilen und die Bombe fertigstellen, bevor es die Nazis tun. Dann lass mich helfen. Vom Standpunkt eines Glücksspielers aus können wir uns die Bombe auch als ein Casino vorstellen, bei dem die Chancen immer gegen den Spieler stehen. Verschwinde! Wollen wir den Rest unseres Lebens mit einer Waffe am Kopf verbringen? Die denken doch nicht darüber nach, die Bombe einzusetzen, oder? Ich weiß, wie man sie in Gang setzt. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen soll. Ist es nicht merkwürdig, dass wir ein Kind kriegen und du an einer Bombe arbeitest? Wir kämpfen an vielen Fronten. Siehst du das nicht? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das war wie eine göttliche Macht. Frauen und Kinder lebendig zu verbrennen! Das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass ich nicht denken kann. Ich will nicht derjenige sein, der über das Schicksal der Menschheit entscheidet. Wir sind Wissenschaftler, keine Götter.